Seid gegrüßt zu Resident Evil 6 hier in der Kathedrale von Tall Orcs, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Momentan in Sicherheit, aber da draußen ist noch eine Horde Zombies und hier in dieser Kathedrale gibt ein Geheimnis, das nur bis jetzt Helena weiß, die uns gerne das aber zeigen möchte. Bin ich mal gespannt, was sie uns zeigen möchte. Ich hoffe, irgendwas Angenehmes. Wer es glaubt, wir sind hier bei Resident Evil. Was soll hier angenehm sein? Vielleicht mal hier die kleine Pause. Dieser Statue sind Stufen. Als ich letztes Mal hier war, war es offen. Mist. Und jetzt? Uns fällt schon was ein. Jetzt ist zu. Sehen wir uns mal um. Gut, hier haben wir eine Leiter. Und hier haben wir Schlüssel. Also hier haben wir eine Statue. Das ist nicht einfach nur Dekoration. Stimmt. Hier gibt es mehr, als es den Anschein hat. Ja, wie finden wir das jetzt raus? Achso. Alles klar, dann geh du mal hoch. Ah. Zack. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was Helena da oben macht, aber wir müssen auch nach oben hin. Mir nach. Alles klar. Dann hat sich das ja erledigt. Wir wissen, wir müssen hier hoch. Fräulein Harper kennt sich aus. Ja, ich glaube, die heißt Helena Harper. So, jetzt sind wir hier oben. Und die Tür können wir auch nicht öffnen. Was haben wir denn hier? Hä? Hallo, jetzt. Konnte jetzt gerade. Nichts. Wir müssen etwas übersehen. Die beiden heiligen Mütter weisen den Weg. Beiden heiligen Mütter. Das heißt, es müsste also auch noch eine Statue geben. Okay. Oh, hier können wir rein. Ah. Ah. Da ist ja die zweite. Ja, guck mal. Selbst ein blindes Huhn findet man einen Korn. Sie ist mit der anderen identisch. Und sie sind nicht nur Dekoration. Nee. Das heißt, die eine wird wahrscheinlich hier gehören. Okay. Und die andere muss wahrscheinlich Helena. Gut. Dann wird sie das schon für uns machen. Aber trotzdem werde ich mich hier oben nochmal umschauen. Wahrscheinlich gibt es hier noch, da sehe ich schon eine Kiste. Da ist sie gerade vorbeigelaufen. Das wäre natürlich super, wenn da Munition ist. Oder Kräuter. Na, jetzt läuft es doch. Reicht's mit diesen Spielchen. Gehen wir. Ja, dir reicht es? Was soll sie uns sagen? Er ist das gewohnt. Eieieiei. Ja, gut. Das machen wir schon. Kraut, Kraut. Ah, super. Herrlich. Wie viele Kräuter haben wir denn jetzt schon? 3 Stück wieder. Ich bin ja schon voll. Ja, das Inventar ist voll. Natürlich doof. Ja, viele Slots haben wir natürlich nicht. Und eine Truhe zum Aufbewahren haben wir genauso wenig. Aber es ist möglich. Normalerweise habe ich immer, kann ich euch zeigen, nee, nicht da, habe ich, wenn ich so meistens Detonatoren zu viele habe, habe ich die zwei dann, habe ich immer die anderen dann weggeschmissen. Oder halt, wenn es nicht anders geht, eben noch Kräuter gebastelt. Aber ich warte immer ab, bis ich rote finde. Und dann bastel ich. Das ist immer schließlich wichtig. So, dann gehen wir mal runter. Ich glaube, hier unten hat sich die Tür geöffnet. Zum Glück sind ja nur Helena und Leon ja neugierig, die anderen ja nicht. Ich glaube, hier wird es unschön werden. Hast du hier Items? Nein? Aber wie es aussieht, müssen wir uns trennen. Also wieder Rätsel. Kommen sie der Statue fallen? Oh, wow! Alles klar. Helena! Statuen haben einen Schalter zum Deaktivieren. Geil. Schon mit Laserpointer ausgestattet. Ja gut, wahrscheinlich wurde es nachträglich gemacht. Okay. Das sieht aus, dass man hier mehr arbeiten muss für sein Geld. Das freut mich doch wieder. Jetzt reicht es aber mal langsam.
Wir haben keine Zeit für diesen Mist. Eieiei. Okay. Dann mal schnell. Gut. Die haben wir. Ah, super. Das passt. Los, weiter. Oh. Oh, mich ist noch erwischt. Scheiße. Schnell eben zwei Pillen nehmen. Wo ist die nächste? Oh, die Isa. Jetzt kommt die hier. Oh Gott. Oh, die andere kriege ich am Rücken. Glück gehabt. Ah, dich kriege ich. Ah, herrlich. Oh, Glück gehabt. Ah, jetzt wird's aber ein bisschen hektisch, ne? Kommt noch was? Jo, du bist doch da. Und geschafft. Ehrlich? Ach komm, das ist ja. Oh, du stresst mich nicht. Oh, schieß. Jetzt nicht schießen. Okay, tschüss. Waren das jetzt alle? Oh Gott. Okay, los jetzt. Meine Fresse. Erzünden die Lichter an der Statue. Ich wollte schon lesen an der Sonne. So. Laserpointer. Ach, von dem Herrn. Okay. Wahrscheinlich am Spiegel. Aha. Ein gutes Zeichen. Ja. Hier sieht so gut aus. Das sieht jetzt nicht mehr gut aus. Ah, achso. Kann man das hier auch erleuchten? Ja gut, bin ja eh auf der falschen Richtung. Aber war ein geiler Effekt. Hä? Ach, du hast einen Gast. Schön. Dann erleuchte ich mal das hier. Super. Und nü? Ich höre einen Zombie. Hab ich da hier einen? Nein? Ach so! So geht das. Ja, du willst dich hier einmischen. Und tschüss. Bist du Arbeit gekommen? Hat dich der Virus erwischt, ne? So, da es ja vorhin an einer blöden Stelle war. Jetzt hat er aber ein dicker, fetter Spiegel. Ach so. Ah ja, jetzt verstehe ich. Das dient. Also ich muss hier zielen und dann reflektiert das irgendwie ganz komisch. Ja, alles klar. Macht Sinn. Ja, hier rüber gespiegelt. Genau. Schön. Statue der traurigen Heiligen. Brauchte man jetzt nur drei oder wie? Wie es aussieht, ja. Kann man da was nehmen? Nein. Da ist eine Waffe. Und ein Schlüssel. Oh, der ist aber auch weit gekommen. Und ein Scharfschützengewehr. Geil. Ah, da ist die Statue. Aber einen Spiegel gibt's hier nicht, oder? Nee. Ich hab das voll vergessen, wie das nochmal war. Ein Spiegel, glaube ich, war das nicht. Was war das denn nochmal? Läuten fünf Glocken laut und klar. Der wahre Weg wird offenbar. Es geht doch nichts über jahrhundertealte Rätsel. Ich muss das rauskriegen. Läuten Sie die fünf Glocken. Ich glaube, ich weiß jetzt wieder, was damit gemeint ist. Glocken sind natürlich draußen. Und dann sind sie. Und ich glaube, ich muss alle fünf läuten, damit da irgendwas passiert. Also Frau Wiemer, mein Glück. Einmal. Dann, ich glaube, ich muss mich auch ein bisschen beeilen, glaube ich. Wenn ich richtig in Erinnerung habe. Ja genau, hier.
Habe ich erwischt? Ja. Ah, da fehlte noch eine, glaube ich. Oh, ich reicht die Muni. Ja, genau. Wo bist du denn? Da bist du. Jetzt habe ich's. Und da ist noch eine. Das sind alle. Seltsam, auf Antiquitäten zu schießen. Ja, cool. Die Mission haben wir schon mal erledigt. Also das heißt die Mission, ich meine. Wir haben das Rätsel geknackt und ich kann keine Muni mehr tragen. Das ist natürlich schlecht. Dann machen wir das, wie ich es mir gedacht habe. Wir entsorgen die zwei Detonatoren. Schmeißen das in den Müll. Geht nicht anders. Und nehmen die Muni mit. Weil Scharfschützen-Muni kann man gut gebrauchen. So. Und da ist die letzte Statue. Somit alles erledigt. Erstmal gucken, dass wir vielleicht was nachladen. Aber jedenfalls ist schon mal eine Tür auf. Haben Sie gehört? So. Tür. Los! Ganz genau. Draußen gibt es nichts mehr, obwohl, muss schon sagen, der Regeneffekt gefällt mir sehr gut bei Resident Evil. Da gefällt mir ja so einiges. So, immer wieder die Pistole. Standardwaffe. So. Da haben wir. Ah, ein Schlangenemblem. Das sehe ich doch erst jetzt. Das sehe ich ja von hier. Mal an. Ah, da stand aber, glaube ich, auch noch was, ne? Kann man das lesen? Ne. Ah, da stand dasselbe mit den zwei Müttern. So. Ach, stimmt ja. Die Kisten wollte ich ja auch noch mitnehmen. Depp vom Dienst. Brandgranate. Und eine Schachfigur. Und sonst haben wir nichts hier. Vielleicht noch eine Tür, die sich öffnet. Das wäre nämlich nice, aber ich glaube, hier gibt es keine Türen mehr. Dann war es das. Mit allem. Liebe Freunde, ich weiß, es ist wieder eine kurze Folge. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich so schnell durchkomme. Dass ich doch noch die Rätsel so gut im Kopf habe. Aber ich würde sagen, wir setzen hier noch einen verfrühten Cut. Es tut mir leid, aber ihr werdet in der nächsten Folge sehen, warum. Und dann denke ich mal, mache ich als Entschädigung halt länger als 20 Minuten. Also Leute, bis dahin.